About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Hier schon dran am Eisenbiegen. Hola! für die Stützmauer. Ja, so kann das manchmal hier in Costa Rica auch aussehen. Alles vernebelt ist. Meine Flipflops sind weg. Die hat es wohl weggewindet. Scheiße. Wir sind jetzt richtig in der Regenzeit angekommen. Einfach, dass ihr das auch wisst. Costa Rica ist nicht nur schön und heiß, sondern es hat auch einen Winter. Vor allem bei uns oben in den Bergen. Es kann echt scheiße werden. Und ja, so ist das. Das Auswandererleben, es hat nicht nur schöne Seiten. Es ist wieder soweit. Germany is calling. Wir haben das Glück, dass der Daniel uns gleich mitnimmt zum Flughafen, weil er fliegt heute auch gerade zurück. Sonst hätten wir früh morgens auf den Bus müssen. Dann haben wir eine Mail bekommen, dass das Flugzeug schon 1,5 Stunden, 2 Stunden Verspätung hat. Schon jetzt. Deshalb sind wir unglaublich froh, dass wir eine Mitfahrgelegenheit haben. Deutschland gelandet und jetzt geht es schon weiter zum ersten Trip. Wir gehen nämlich nach München ein Wochenende und haben auf diesem Aufenthalt hier in Deutschland hier noch einiges vor. Zum Beispiel Haare schneiden, zum Zahnarzt, natürlich Fitnessstudio, einmal ins Kino gehen, Tor 4 schauen, Wellness. Und natürlich segeln gehen. Samstag und das Wellbeing Festival beginnt und alle sind schon bereit. Mal schauen, was uns heute erwartet. Wir sind alle sehr gespannt. Gestern war eine ganz lustige Nacht. Ging seit langem wirklich erst um 1:30 ins Bett. Oh, die zweite Nacht 5 Stunden geschlafen inklusive Jetlag, aber
Das macht das Leben doch aus, oder? Ja. Und jetzt gehen wir zum Festival. Auf was freust du dich am meisten? Ich freue mich am meisten, dass wir wieder Events machen können und mit so vielen geilen Leuten auf einem Ort sind. Coole Aktivitäten. Ich freue mich auf einen Haufen geiler Leute mit einer riesen Energie. Melo Ufochtic, auf was freust du dich am meisten heute? Ja, dann ist jetzt schon morgen. Nein, ich freue mich natürlich auf das Festival. Das erste Mal seit über 3 Jahren. Und ja, endlich mal die ganze Leute zu sehen. Freust du dich am meisten auf Hochdeutsch? Ich freue mich am meisten auf die Abendgala. Oh ja. Wie geil ist das denn? We are making the world a better place. Keep your focus on what you want, not what you don't want. And always remember, you are having a positive impact on this amazing planet that we call home. Und jetzt geht es noch zu der Abendveranstaltung, zu einer kleinen Party wieder im Olympiastadion. Mauro hat sich schön angezogen. Für dich. Für dich für die Party? Mega, mega. Party. Stimme etwas kaputt. Wir machen dritte Nacht, 5 Stunden geschlafen. Ja, genau. Aber war echt nice, war super. Und ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg wieder auf den Zug zurück nach Köln. Und dann schlafen wir. Ja. Ich kriege ein vorgezogenes Geburtstagsgeschenk. Wir machen nämlich heute, also sprich auf verschiedenen Tagen verteilt, 4 Tage, ja. Die Platzreife beim Golfen. Und da bin ich echt gespannt. So was kann man, glaube ich, in Costa Rica nicht mehr eben machen. Weiß ich nicht, müssen wir mal uns erkundigen. Die ersten Pitch-Versuche. Noch mehr drehen nach vorne. Also mit dem ganzen Körper, ne? Sodass dein Gewicht komplett nach links geht in der Bewegung. Und noch mehr Boden. Richtig fallen lassen die Arme. Triffst jetzt fast jeden Ball schon, ne? Ja. So, Steffi, bist du bereit, am heutigen Tag eine waschechte Golferin zu werden? Ja. Was sagt man als Golfer? Wir haben heute die Prüfung, haben die letzten Tage und Wochen fleißig geübt, online, aber auch auf dem Golfplatz, um ein paar anständige Bälle zu schlagen. Und jetzt schauen wir, wie wir uns schlagen. Wir haben keine Ahnung, wie die Prüfung sein wird. Wahrscheinlich nicht so schlimm. Aber mal schauen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich, es macht mega Spaß.
ja mein Geburtstagsgeschenk, welches ich von der Steffi bekommen habe. Dann können wir in Zukunft auch in Costa Rica golfen gehen zusammen. Sitzt du manchmal eine halbe Stunde, bis du mal gesehen wirst? So Steffi, jetzt wird's ernst. Jetzt geht's drum. Aber zuerst darfst du. Okay. Du musst. Genau. Und wird auch da vollendet. Während du das machst, bleibt der Winkel. Und der Late Hit kommt von alleine. So ist der Plan. Yay! Geil! So sieht's aus. Supi. Baby ist kaputt gegangen in Costa Rica und wir versuchen jetzt den Sand, der da drin ist, da rauszuholen, damit die hoffentlich für den Katamaran-Urlaub wieder funktioniert. Eigentlich ist ja die Pippa schuld, dass das passiert ist. Wieso? Ich wollte einen Tiefflug machen mit der Drohne und Pippa ist nach ihr gesprungen. Ich bin da hoch in eine Palme rein. Also ist es ganz eindeutig, dass Shanti und Martin uns eine neue Drohne kaufen, meinst du? Heute ist es soweit, Steffi. Wir fliegen nach Rodos segeln. Suchen wir jetzt unseren Katamaran. Und jetzt genießen wir noch das wunderschöne Wetter. Gehen noch einkaufen und machen klar Schiff und dann geht's los. Wir bekommen jetzt die Einkäufe hier zu unserem Boot gebracht. Machen wir eine Kette? Gut. Wir haben jetzt Kurs gesetzt, 359 Grad Richtung Semi. Bisschen rot.
erzählt von deinem ersten Tag. Ich habe den Tag gebraucht, um mich zu akklimatisieren mit den Wellen. Ja. War ein bisschen übel, aber als ich oben auf dem Deck lag, dann ging's. Also da habe ich halt dann mir einen Sonnenbrand eingefangen. Aber ja, ist nicht gerade grenzwertig okay. Es sieht immer noch braun aus. Schauen wir, wie es die nächsten Tage wird. Und jetzt geht's ab nach Simini. Jetzt fahren wir nach Simi. 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 Gut. Was machst du? Leider ist alles vor, um anzulegen. In Simi. Aber wo ist es? Irgendwo da. Einer ist fleißig. Der Captain und der Co-Captain. Wie nennt man dich? Co-Captain. Co-Captain. Wie? Also wir müssen noch warten, bis drei Boote angelegt haben und dann werden wir zu unserem Platz angewiesen. In der Zwischenzeit muss ich das Boot hier auf Position halten mit diesen zwei Joysticks. Dann ist irgendwie abzudriften und ist recht tricky. Sieht einfach aus, aber es ist schon ein bisschen tricky. Wir warten mal. Nur noch nicht. Stopp. Jetzt gehst du die hinten, genau. Jetzt langsam hinten. Perfekt. Und rüber, stopp. Und jetzt noch genau hinten, langsam. Jetzt haben wir hin. Was machst du? Wasser! Was machst du? Ich muss jetzt seinen ersten Palsteg im Wasser machen. Seinen ersten was? Palsteg. Knoten. Ah. Konzentriert hier. Stimmt es? Jawohl. Yay! Und nach dem erfolgreichen Anlegen gibt es Mittagessen. Gib mal ein Feedback zu meinem heutigen Anlegen. Fernsehen oder Deutsch? Hochdeutsch. Dein Anlegemanöver war 1-3. Das ist das erste Mal. Katamaran, 40 Fuß Katamaran. An die Stadtwohle markiert. Also super ruhiger Mann. Konzentriert. Also so ein Innenleben scheint anscheinend doch interessant zu sein. Das ist ein echt cooler Fotospot von Simi, wo man wunderschön in die Bucht sehen kann und auf die Häuser. Wow. Nicht ohne Shopping. Den Hafen von Simi und segeln nach Chalki und jetzt geht es darum, das Schiff klar Schiff zu machen. Was machen wir dafür? Das Wichtigste ist immer zu schauen, dass man nicht irgendwie noch mit Kabel oder Schlauch am Festland angemacht ist. Das müssen wir jetzt als erstes mal versorgen. Das ist der Strom. Stromkabel und Wasserkabel, also Wasserschlauch. Wasserschlauch. Alles nochmal aufgefüllt. Von den Nachbarn verabschieden. Boah, diese Stadt, so wunderschön. Schuhe versorgen, ganz wichtig.
So, ablegen. Was ist deine Aufgabe? Ich werde auf diese Seite das Seil lösen. Okay, auf diese Seite. Und dann werden wir langsam, man nennt das auf Slip, die Leinen hinten langsam lösen, dass man nach vorne kommt. Dann können wir dann vorne bei der Boje das Seil lösen und dann können wir losfahren. Und so also bleiben wir immer schön in der Spur. Los geht's. Yes. Happy birthday to you, happy birthday, liebe Ananta, happy birthday to you. Wieso sind die Kerzen aus? To get to you, to get to you. Ain't gonna waste my time. I know that we got connection. I think about you. You're on my mind, on my mind, on my mind. Yeah, I'm going out of my mind, out of my mind, out of my mind. Yeah, for you, my love. Tell me what to do, what to do. I'm on my knees, yeah, I am begging you, begging you. I'll break the rules if it will get me to, yeah. Jetzt haben wir bei Happy Cow ein vegan-freundliches Burger-Restaurant gefunden und gehen das jetzt mal auschecken. And now I'm losing sleep. What if I lost touch? What if I'll never get it right? I try to follow my heart, but I lost it somehow. Wish that someone could say it'll all be okay. Just listen to me as I say. Listen to me as I. Slow it down. Dreams are yours if you want it.
mit dem Dinghy an Land gefahren und machen eine kleine Wanderung zu der Burg hier in Lindos und schauen sie uns an und laufen noch ein bisschen durch die obersüßen Gässchen hier, bevor wir dann am Nachmittag weiterfahren zur nächsten Bucht. Also wir brechen hier unsere Wanderung ab, denn Lindos ist wirklich auch sehr touristisch und da oben ist eine Riesenschlange von Menschen, die anstehen, und das machen wir jetzt in der Hitze nicht. Aber vielleicht mal, wenn weniger los ist, frühmorgens, kann das bestimmt sehr schön sein. Dann gehen wir wieder in die Stadt. Machen wir doch spontan mal ein Tattoo, Ramona. Ich habe einen Witz gemacht. Du nimmst das voll ernst. Also, wieso jetzt Schildkröte? Weil wir Schild mit Nachnamen heißen. Unsere Freunde nennen uns Schildis und wir haben auch noch zwei Schildkröten zu Hause. Also die war überfällig, die Schildkröte. Die ja. Ist so süß. Wir kommen jetzt gerade in der letzten Bucht an, in der wir heute Nacht schlafen werden. Und dann gibt es nur noch eine Nacht am Hafen und noch eine Nacht in Rhodos. Und dann sind die wunderschönen Segelferien schon wieder vorbei, die schönsten Ferien eingehen, die wir je hatten. Und jetzt schauen wir mal, wo wir unser Plätzchen finden. Alle sind an Deck und aufgeregt. Das sieht aber gut aus hier. Die Anker, das Ankerteam steht bereit. Wow! Mega! Das ist die schönste Bucht für mich. Ja, die ist wirklich traumhaft. Schauen, wie wir den Anker jetzt dann gelöst bekommen, weil wir haben keinen Platz mehr, um hier abzureisen. Schauen wir mal, was da. Da ist ein Boot. Da ist ein Riesenboot. Da ist ein Boot. Überall viele, viele Boote. Das heißt für uns, nichts wie weg, ab in die nächste Bucht. Jetzt genießen wir noch den letzten Abend zusammen in dieser wunderschönen Gasse Nachtessen. Und dann geht's wieder zurück nach Deutschland. Ich gehe nach Costa Rica und die Steffi bleibt noch ein bisschen. Und abschließend können wir sagen, dass es einer der schönsten Urlaube war, den wir je hatten. Auf jeden Fall. Vielen Dank. Geht's jetzt heute in die letzte Europareise und zwar in einen Urlaub nach Österreich mit meiner Family. Haben wir es tatsächlich geschafft, nochmal zu viert einen Familienurlaub zu planen. Und nach einer kurzen Stärkung geht's gleich los. Sehr
schöne Küchenzeile, Sitzmöglichkeit, Schlafzimmer mit Bad, Wahnsinnsaussicht. Wow! Und hier ist unser Schlafzimmer von mir und meinem Bruder. Richtig, richtig schön. Jetzt erstmal ankommen. Der erste Morgen hier in Hochkönig Maria Alm und zwar im Apartment Hotel Sonnenhof, was wir übrigens sehr empfehlen können. Erster Stop für uns heute ist der Natrun. Dort oben soll es einen schönen See geben, der Prinzensee, wo wir uns abkühlen können, denn heute wird es ein sehr heißer Tag. Wer sich auf dem Mountainbike wohlfühlt, kann hier auf der Mariaalm den Flow One Trail nehmen. Und wer noch schneller unten sein möchte, nimmt eine von den 5 Waldrutschen hier. Also auch für Familien. Das ist Plus. Kleine Stärkung bei Toms Almhütte. Und dann laufen wir nochmal 20 Minuten weiter zu diesem Prinzensee für die Abkühlung. Hier bei Toms Almhütte hat man auch die Möglichkeit, in einem Hochseilgarten klettern zu gehen, sich E-Bikes zu leihen, verschiedenste Sachen zu machen. Blaubeeren! Salzburg ist nur eine Stunde entfernt. Wir verbringen jetzt heute den Nachmittag hier. Wer die letzte Episode gesehen hat, erinnert sich vielleicht noch an Sarah und David. Die wohnen nur eine Stunde von hier und die fahren wir jetzt besuchen. Und weil sie die absoluten Wander- und Bergsteiger-Experten sind, machen wir irgendeine coole Route heute mit ihnen und freuen uns schon total. Wo laufen wir denn jetzt hin? Also, wir laufen jetzt, jetzt sind wir es gleich, noch nicht, aber zum Elmauer Tor und dann auf die hintere Grünge Halt. Da, wo die Wolken sind. Okay, hoffen wir auf bessere Aussicht, wenn wir oben sind. Es ist recht dunkel aus. Egal, auf geht's, ne? Auf geht's. Mittlerweile ist es etwas frischer geworden. Oben sind es dann 7 bis 10 Grad und das Wetter scheint wirklich besser zu werden. Genau, noch 1,75 Stunden, dann sind wir da. Kommen die Mädels, die Nachzügler. Hey, hey, hey.
die letzten Meter. Da oben ist das Gipfelkreuz. Noch der kurze Gipfelbucheintrag, dass wir auch wissen, dass wir da waren. Oder andere wissen. Gefunden werden von der Rettung. Wir sind jetzt mit dem Auto bis Maria Alm zur Bahn gefahren. Und wir fahren jetzt hoch bis zu Toms Almhütte wieder und laufen dann von dort aus zur Jufenalm. Da soll es ein super schönes Boho-Hotel und Restaurant geben mit toller Aussicht, wo man auch sehr gut essen kann. Ist, dass man hier auch mit dem Auto hochfahren kann, wenn nicht alle Familienmitglieder Lust haben auf Wandern. Wir sind jetzt noch ein zweites Mal auf der wunderschönen Jufenalm Essen und damit endet auch schon der Sommer in Europa und ich freue mich jetzt total, zurück wieder auch nach Costa Rica zu fliegen.